Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Selina und heute haben wir wieder Essen. Essen ist geil, Essen ist toll und bald ist Sommer und ich muss mal wieder abnehmen, aber egal. Es ist noch sozusagen Winter, Frühling, deswegen darf ich noch ganz, ganz viel essen. Okay. Auf jeden Fall haben wir hier drei Burger, also so, ich sehe so, 1, 2, 3, die man in der Mikrowelle zubereitet. In einer Mikrowelle. Hier am Rand stehen auch noch die Zutaten und zwar ist der erste Burger. The Big One heißt der. Da ist Brot, Schmelzkäse, Zwiebeln, Gewürzgurken, pikante Soße, Rindfleisch und Brötchen drin. Also so sieht der angeblich aus. Das will ich sehen. Sieht aus wie so bei Maggis. Dann haben wir noch The Royal One. Egal, auf jeden Fall soll der angeblich gut schmecken. Da sind halt zwei Brötchen drin. Dann Schmelzkäse, Zwiebeln, Gewürzgurken, Salatcreme, pikante Soße, Rindfleisch und halt noch ein Brötchen unten. Ich dachte, das wären Eier, aber so wie es aussieht, ist es doch eine Salatsauce. Dann haben wir hier noch so Easy Measy, den Imbiss-Style. Und da ist, oh, das ist gelb gedruckt, das sieht man kaum. Weizenbrötchen, Gewürzgurken, Zwiebel, Tomatensauce mit Gurke. Burgersoße mit Gurke. Warum war das mit Gurke? Rindfleisch, Frikadelle mit Gurke, Spaß, okay, nein. Schmelzkäse und da noch unten ein Brötchen. Und ich finde, von allen den drei sieht wirklich der hier am besten aus. In dem ist das, komm in die Kiste, in dem und du bist weg. Weg bist du noch? Nee, nein, nein, ich sag mir erst, wie alt du bist. 3. 1, 2, 3 und 3 ist kein Wort und du bist fort. Nein! Mein Baby! Oh, der ist gut. Okay. Soll ich das jetzt mit der Verpackung reinmachen? Hier steht nur für 90 Sekunden. Produkt inklusive Verpackung steht hier. Okay, machen wir das jetzt einfach rein. Aber schön reinmachen. Es riecht nach Pizza. Wieso riecht unser Mikrowelle nach Pizza? Happy Lama Sell. Lama Mental Get Disturbed. Lama Super Lama Drama Lama Fit Fit. Lama 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 Lama. Wieso muss ich an Flugzeug denken? Das ist aufgeplatzt. Oh, das ist heiß! Okay, ready? Oh, scheiße, das ist heiß. Oh, stinkt! Was ist das jetzt? Okay, Freunde, also... Was ist mit dem Brot falsch? Man denkt so Luftdecke, Schleim. Aber die Zwiebeln riechen gut. Wo ist da jetzt Schmelzkäse drin, wenn ich frage? Ah, da ist der Käse. Lol. Also, ja, also ich bin schon krass abgetan hier. Okay. Du hast es missbraucht. Ich weiß nicht, was du meinst. Was war das? Du siehst leicht verstört aus. Also Freunde, ich habe es reingebissen und dachte mir so, ja, Brot schmeckt ein bisschen nach Gummi und so, aber geht voll klar. Und dann bin ich so am Fleisch angekommen. Ich wollte so durchbeißen, ging nicht. Ging einfach nicht. Ich so, ich glaube, ihr habt alle gesehen, wie ich am Anfang so richtig leicht durchgekommen bin und dann auf einmal so, komm, dieses Fleisch. Man denkt wirklich, dieses Fleisch ist so Gummi und eklig in einem. Also ich glaube, ich würde den Burger essen, nur ohne Fleisch. Tschüss! Freunde, ich hoffe wirklich, dass die nächsten Burger, also die nächsten zwei Burger, besser schmecken als der erste, weil ich keine Ahnung, vielleicht sagt er, dass die Mikrowelle noch nicht so warm war oder so, aber ich bete darum, bitte, lass es gut schmecken. Ich meine, die waren nicht billig. Die haben 2,50 Euro, 2,80 Euro oder so gekostet. Die machen mich arm. Und schmecken nicht mal gut. Ich hoffe wirklich, der schmeckt auch so gut, wie er aussah. Das war nicht so geplant. Oh, dieses Fleisch, Inga. Das Brot ist wieder so hässlich, luftig. Wie hast du es dir vorgestellt? So viel besser, so wie bei Maggis. So, ja. Ich mach's auf, da kommt so ein sexy Geruch. Oder allgemein die Verpackung soll so richtig geil riechen, aber nein, nicht Soße. Hier ist ganz viel Soße drin und ich esse das jetzt.
Mhm. Also im Ernst, so abgesehen von dem Fleisch, es ist voll geil. Das Fleisch, ist das Fleisch? Ja. War nicht so wie da. Und das Brot war ein bisschen härter. Also das schmeckt wirklich gut. Also ich würde mir das nochmal kaufen. Aber halt Fleisch rausmachen. Nice! Yeah! Okay, da ist auch leider Fleisch drin. Aber das ist halt so ein Imbiss-Style. Also glaube ich wahrscheinlich, dass der ein bisschen weniger Inhalt hat. Ja. Und alles ist irgendwie mit Gurke. Und ich hoffe, dass es so eklig schmeckt. Okay, Freunde, ich habe es auch in 2 Minuten drin gelassen, also 30 Minuten mehr. Und ich hoffe, dass es nicht eklig geworden ist. Ich hoffe sogar, dass es besser geworden ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall, I cut das jetzt auf. Oh Gott, ich will das nicht öffnen. Oh mein Gott, wir können so essen. Ich glaube, mir wird schlecht. Inga. Freunde, ich habe ja gerade noch gesagt, so hoffentlich schmeckt der gut und so, weil ich meine, der ist ja etwas einfacher. Oh mein Mann, der stinkt so hart. Also ich wusste von Anfang an, dass dieser Big One am besten ist. Und ich hatte auch recht. Siehst du, ich habe immer recht. Ich krieg das nicht durch. Und was ist da drin? Freunde, da ist Tomaten-Ketchup drin. Und ich hoffe, ihr wisst alle, was passiert, wenn man Tomaten-Ketchup in die Mikrowelle steckt. Das sieht dann nicht mehr so gut aus. Und ich beiß da jetzt in 2 Sekunden rein. 1, 2. Der ist schlimmer als der erste. Ich habe so reingebissen, Freunde. Ne? Ich bin einfach so, ja, okay, geh ich voll klar. Und dann auf einmal, da ist irgendwas in meinem Mund, das schwimmt da. Ich bin so, hä, was ist das? Ich schmecke dann so, ja, Gurke. Ich bin so, Junge, das schmeckt doch keine Gurke. Einfach nein. So, Freunde, das war's mit dem Video. Mein Favorite war auf jeden Fall the Big One, weil the Big One is the best one. Ciao. I'm not